herzlich willkommen zu einem neuen Video unseres Kruste und Krumme YouTube Channels. Heute bin ich nicht allein, sondern wir sind da bei einem Backkurs von Kruste und Krumme beim Holzofen-Backkurs in Weiher. Und ein Teil dieses Backkurses ist die Rezeptentwicklung. Das heißt, Teilnehmerinnen werden in Kleingruppen Rezepte entwickeln. Und da gibt es eine Gruppe, die hat heute einen Mürbteig entwickelt. Also nicht wirklich ein Mürbteig, sondern ein Teig für mürbe Kipferl. Wir haben da jetzt die Zutaten schon vorbereitet. Was kommt in so einen klassischen Kipferlteig alles hinein? Einmal ein Poolish, das schaut dann so aus. Sollte über Nacht eben schön diese Aktivität zeigen. Das heißt, wir sehen wunderbar diese Bläschen. Und woran erkennt man, dass ein Poolish wirklich schön reif ist? Wenn man es am Tisch lockt und es fängt an, dass es eben zusammenfällt. Ein Weizenmehl 480, oder? Schau, gell? Ja. Richtig. Der Teil ist Weizenmehl 700, das Poolish, und das ist Weizenmehl 480. Ich muss da bei der Gruppe nachfragen, weil selber habe ich das Rezept noch nicht geschrieben. Dann haben wir noch Zucker, etwas Salz, inaktives oder aktives Backmalz? Aktives. Aktives Backmalz. Dann noch die Butter, die wir beim Mischen ein bisschen später hinzugeben werden, und die Hefe. Ziel von dem Teig ist, dass wir einfach wunderbare, schöne mürbe Kipferl machen können und den Teig auch noch als Stritzel Teig für geflochtene Striezel verwenden können. Danke. Die Milch, natürlich kommt auch noch Milch in den Teig. Wir werden den Teig jetzt mischen, und beim Mischen eines mürben Kipferlteiges ist es wichtig, dass er nicht 100% ausgeknetet ist. Wir wollen die Kleberstruktur noch etwas unterentwickelt haben, damit der Teig am Schluss wirklich auch mürb bleibt. Voll ausgeknetete Teige führen immer zu sehr viel Elastizität, auch in der Krumme. Und ein etwas unterkneteter Teig bleibt deswegen mürber. Legen wir los. Ich darf hier gleich mischen. Noch 5 Minuten von der Mischphase jetzt. Geben wir jetzt die Butter dazu, das heißt, der Teig hat sich mal anfangsweise bilden können. Und jetzt kommt noch die restliche Butter hinzu und mischen den Teig jetzt noch 5 Minuten langsam fertig, weil wir wollen den Teig nicht vollständig entwickeln. Man sieht da jetzt, dass die Butter sich langsam hineinknetet, das heißt, die Butter sollte dann beim Reinmischen nicht zu warm sein, sonst schmiert sie sich sofort rund um den Teig und der Teig kann sich nicht ordentlich mit der Butter verbinden. Darum verwenden wir die Butter eigentlich relativ kühl, kann durchaus in Stücke geschnitten direkt aus dem Kühlschrank kommen. Der Teig ist jetzt nicht 100% entwickelt. Man sieht die Kleberstruktur, es hat sich schon was getan, aber er ist nicht ganz voll, das merkt man, weil wir da jetzt den Teig doch noch relativ gut reißen können, aber dennoch hat er schon halbwegs eine geschmeidige Kleberstruktur. Und jetzt werden wir den Teig ungefähr 45 Minuten rasten lassen. Dann werden wir sie zu Teiglingen schleifen, die geschliffenen Teiglingen nochmal 30 Minuten rasten lassen und dann erst zu die Kipferl rollen. So. 60 Gramm schwere Teiglinge, das heißt, ihr könnt es wieder genauso machen mit 360, die in der Mitte teilen. Genau, das sechste wieder. Zwei lange Stränge. Jetzt, wenn es am Tisch läuft, wirklich die Hand schön große Kreise. Nicht nur so kleine Bewegungen, sondern den Teig wirklich schön rotieren, also nicht rotieren, sondern kreisen lassen. Dadurch geht das Schleifen viel leichter. Große Bewegungen. Und so lassen wir es jetzt, wie gesagt, 20 bis 30 Minuten rasten. Doch, mit Andecken. Was deckt es andere auf? Also vorher ins Mehl tauchen, entweder Roggenmehl 500 oder ein 700er. Und wenn ich den jetzt ausrühre mit Rollholz, dann soll er sich einfach nicht wieder so sehr zurück zusammenziehen. Ein bisschen zurück, das eh immer zurück. Der Teigling. Aber wenn das ganz zu viel ist, dann ist es einfach nur zu bald. Und von der Größe machen wir das ungefähr so groß wie die ganze Hand hinten, vom Gelenk bis vorne über die Fingerspitzen. Und dann
werden diese Kipferl-Teiglinge so, also nicht, sind noch keine Kipferl, sondern die ausgerollten Teiglinge so übereinander gestapelt, dann können sie noch mal ein bisschen entspannen und gleichzeitig wird das Mehl ein bisschen vom Teig, von der Feuchtigkeit aufgenommen und dann lässt es sich noch leichter rollen. Das heißt, wir machen jetzt mal ein ganzes Brett zu so Stapeln und stapeln die in der Mitte. Zum Einrollen, wir werden jetzt den Stoß umdrehen, damit quasi die schon entspannten Teiglinge unten sind. Dann kann man sie helfen und die oben ein bisschen auseinanderziehen. Dann wird das Kipferl oben schon ein bisschen länger. Dann die ersten zwei Wicklungen kann man so mit den Fingerspitzen runterziehen. Zwischen Zeigefinger und Daumen wird der Teig unten eingeklemmt. Dann jetzt von oben mit dem Handballen, dann seht ihr das, ich fange nicht auf dem Kipferl an, sondern vor dem Kipferl mit leicht geöffneten Handballen, so wie ein Keil. Und da wird das Ganze entzwickt und fängt dadurch zum Rollen an. Und dann kann es schön nach unten rollen, wie bei den Salzstangen. Das war jetzt nicht schön. Sieht mir, schaut aus wie. Der Schluss, der schaut, muss zu mir herschauen. Wenn der da wegschaut, das heißt nach außen, und ist dann schaut das schon komisch aus. Und so ist das Kipferl nach innen gedreht. Das heißt, man sieht wirklich, der Schluss muss da das letzte Spitzel einem zuschauen. Dann funktioniert das. Und den Schluss dreht man dann eher so knapp unterhalb, oder? Genau, es sollte so, wenn da der Schluss ist, ja, das wird quasi am Schluss oben drauf liegen. Ja. Und was auch noch ganz nett ausschaut, wenn man das Kipferl so legt und dann ein bisschen anzieht. Also, das über den, seht ihr, wenn man das so einrollt, dann kriegt es ein bisschen so mehr so eine gerollte Spannung noch. Wenn es nicht nur hingelegt wird, sondern so runtergerollt wird. Ja. Das hat dann mehr Spannung. So, das ist ein Ding. Jetzt will ich dann den ganzen Platz ausnutzen und die Kipferl ein bisschen so groß ziehen, weil sie gängen eher nach und nach auf. Das heißt, man kann die Kipferl jetzt auch zwischen, den Bäckerei machen wir es auch so, dass man zwischen kleinen Finger und Handballen den so einzwickt, da und da, und so ein bisschen zieht und dann so her sitzt. Das heißt, man nimmt es so, zieht es dann und setzt es so her. Wirklich da sofort, ja, das schön zum Glanzen anfangen. Aha. Nach außen, das während unsere Teilnehmerinnen des Holzbackofenkurses an den Sechserstriffeln mit Fenster verzweifeln, machen wir schon den Abschluss. Wir haben da jetzt die fertigen Kipferl schon. Das ist jetzt dieser Mürbe-Kipferlteig, den wir da gleichzeitig auch zum Stritzelflechten verwenden können. Und ein super einfacher und sehr geschmackvoller Mürbe-Kipferlteig. Das Rezept gibt es in der Videobeschreibung. Wir würden uns freuen, wenn wir uns wieder mal sehen oder wenn Sie mal bei so einem Kurs teilnehmen wollt, gerne auf gustiankrumme.at unter die Backworkshops könnt ihr euch anschauen, was wir alles so machen. Bitte für den Kameramann, danke fürs Helfen. Und ja, viel Spaß, bis bald.